Eben habe ich es noch versprochen. Dann muss ich kurz nur den Eddie überreden. Und jetzt können wir schon spielen. Red Faction Multiplayer Modus, juhu. Ein Explosionsfreudenfeuer der Lustigkeit. Was muss ich machen? Ja, das war nicht schlecht. Ja, es war, weißt du, originell. Du hast Sachen in deiner Umgebung genommen dafür. Es ist, leicht erklärt, leicht verständlich. Ein paar Leute raffen den Witz jetzt nicht und die Leute sollten sich jetzt aus dem Fenster schmeißen. Ich wusste ja nicht, dass Red Faction noch so gut ist. So, los. Gibt's ich muss nicht. Erst meine Steuerung anpassen. Ich bin cool. Hab ich schon gemacht, weil ich bin nett. Du bist nett? Ja, ich hab's für dich und du hast Heidi. Also wir. Heidi! Ein Typ gegen Heidi. Heidi, Heidi! So, pass auf, du hast nur. Okay, wir lassen's einfach. Schau einfach zu, ich bin eh dran. Ach, wir spielen nicht gleichzeitig. Nee, ich sag ja, ich weiß nicht genau, was das Ding ist mit diesem Modus. Das ist halt ein Modus, den man in einem Bildschirm macht. Und es geht darum, dass ich jetzt Punkte kriege für meine Zerstörung und jetzt bist du dran und du kannst bei mir was zerstören und kriegst dann auch Punkte. Verstanden? Ja. Ist ein bisschen lame, merke ich auch gerade. Jetzt kommt erstmal Heidi. Ich glaube, du musst drücken. Da habe ich ja so gekickelt, als ich gesehen habe, dass da jemand Heidi heißt. Nochmal drücken. Nein, das bist du jetzt. Soll ich nochmal drücken? Okay, machst du das mit dem vielleicht? Ach so. Ich glaube, du machst ja, dann ist die Steuerung natürlich, ja. Aber ich habe doch sogar Linkshänder-Steuerung eingestellt. Das ist fair. Das verstehe ich jetzt nicht. Also das ist jetzt nicht Linkshänder gerade. Hab's aber eingestellt. Doch, ist Linkshänder. Ah, dann geht's doch. Ach so, ja. Das ist ja eigentlich praktisch, dass man sogar umstellen kann, dass er dann das Pad wechselt. Ja, du kannst am Anfang nur, du kriegst jetzt jede Runde, kriegst du mehr Munition, weißt du, und hast mehr Power dann. Jetzt gerade hast du mehr Punkte gemacht als ich sogar. Ja, es ist ein bisschen lame. Ich sag ja auch nicht. Ich spiel's ja auch zum ersten Mal. Hä? Warum habe ich den gewonnen? Du hast mehr Punkte gehabt. Nee, doch nicht. 20 Punkte mehr. War es das jetzt schon? Nein, guck. Wir kriegen jetzt, guck, jetzt habe ich 6. Wir kriegen halt immer mehr Munition so. Ja, habe ich aber auch scheiße geworfen jetzt. Und bin noch schön. Und du darfst noch mal was? Nee, weil ich noch eins von diesen Dingern hatte. Hab ich auch denkbar schlecht geworfen. Ja, das war schon wahnsinnig gut. Wenn nicht sogar die beste, höchste Punktzahl, die je jemand erreicht hat. Jetzt komme ich, Achtung. Jetzt wird's richtig krass. Wie benutzt man das Jetpack? L1 gedrückt halten, so. Ah. Ja, ist natürlich jetzt nicht schlecht, so ein bisschen strategisch an alle vier Stütze zu gehen. Oh, da ist auch noch so ein Benzinfass. Also das bringt noch mal ein bisschen. Ach Gott, ey, aber das ist auch ein bescheuertes Fadenkreuz. Ja. Das liegt ja nicht mal annähernd in die Richtung, wo man es hinhaben will. Da lässt er sich aber ganz schön Zeit, der Eddie. Das muss alles. Der Villa und der Feld da. Ah, ich hab so gehofft, dass du jetzt auch diesen scheiß Berg runterfällst. Oh, nee. Naja, aber doch. Das war schon weitaus mehr. Guck mal, da geht sogar noch eine hoch jetzt. Kettenreaktion. Das macht aber schon Spaß. So ein bisschen wie Burnout, nur anders. Ja, also genau wieder. Hast du jetzt gewonnen, oder was? Ja, hast du gewonnen, ne? Doppelt. Nein, aber geht's noch weiter, oder ist es jetzt. Ja, nee, jetzt du hast die Runde gewonnen. Schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, es gibt noch eine Runde. Runde 3. Okay, jetzt, Junge. Jetzt habe ich nämlich auch. Jetzt gucke ich aber auch mal. Ja, mach habe ich jetzt Linkshänder-Steuerung? Nein, du bist dran. Ich bin dran. Es steht ja auch zum Glück. Man sieht immer an der Scheißsteuerung, wer dran ist. So. Die war ja wohl schon mal unfassbar gut. Ich weiß gar nicht, was man jetzt genau hier zerstören muss eigentlich. Weißt du auch nicht, oder? Das Gebäude? Ja, schau mal. Ja, auf den Turm musste natürlich. Die Türme musste da reinschießen. Weil die machen ja auch immer viel kaputt. Na? Nein. Hast du ruhig Zeit?
Ja, man merkt, der Eddie kennt sich im Kaputtmachen schon so ein bisschen aus. Muss ich eigentlich immer in Sicherheit fliegen? Nö, musst du eigentlich nicht. Aber Heidi ist halt auch teilweise eine freie Sau. Wieso ist der Turm nicht umgefallen? Ja, hast du nicht ganz fertig gekriegt. Aber warte mal, wenn da noch ein bisschen was explodiert. Nee. Oh, schwach, schlechter als vorher. Ah, da! Ja, das zählt jetzt nicht mehr. Nee, aber. Das zählt jetzt nicht mehr. Ja, das ist aber auch ein Scheißturm, das kann er sich auch mal früher überlegen. Arschlochturm. Was soll das denn? Okay, ich habe jetzt genau dasselbe. Die Türme sind das Ding. Okay, das kriege ich hin. Scheißding. Weißt du, dann fallen die hier rein. Und dann mache ich hier noch das Dach mach ich noch kaputt. Das hätte ich auch machen sollen. Da ist auf dem Dach. Weil meine Hoffnung ist, wenn das hier alles kaputt geht, dann fällt das ja alles auch auf den Boden und dann fällt es ja auch auf die Träger und dann ist das vielleicht alles im Arsch. Wenn ich hier die ganzen schweren Sachen kaputt mache. Ach, es war keine mehr. Okay. Achtung! Ja. Hat leider gar nichts gebracht. Ja, doch. Oh, doch. Schön sogar. Oh, das war besser. Aber es macht schon ein bisschen Spaß. Das macht auf jeden Fall Spaß. Kann man sagen. Ne? Das ist, also das gibt es jetzt auch noch im Online-Multiplayer, wo du dann mit 10 Teams gegen 10 Leuten gegen 10 andere spielst. Ja, kann man ja machen. Also kannst du ja nochmal machen. Hat man immer einen anderen Modus. Nimm mal nochmal einmal einen anderen Modus. So viele, nee. Ja, wobei. Mach nochmal weiter. Ah, okay. Ja. Randale. Randale. Oh. Das geht irgendwie anders. Nee. So, und jetzt? Du hast es doch schon richtig gemacht. Ich glaube, ich fange an, oder? Das ist gut, dann kann ich gucken, was du falsch machst und es richtig machen. Ja, so wie ich eben. Zum Glück gibt es nicht so viele Ladezeiten. Das würde mich richtig nerven. Jeder Schuss ist ihre Waffe und jede Aktivierung ihres Rucksacks nimmt ihnen Zeit. Okay, welche sind... Ich weiß nie, was ich denn eigentlich hier kaputt machen soll. Nein, du musst so viel kaputt machen wie möglich in 3 Minuten. Ach so, aber wo kriege ich denn dann meine Munition her? Das ist unendlich. Echt? Hey, ich glaube, so viele wie da. Weil wenn ich jetzt hier sowas, weißt du, wenn ich jetzt werfe, müsste ich eigentlich Munition, Zeit abgezogen kriegen. Für Jetpack. Ja, für beides ja eigentlich. Ich meine, das ist ja auch eine Munition. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich zünde, dann geht hier ziemlich die Post ab, auch zeittechnisch. Ja, guck. Geh kaputt! Scheiße. Das war nicht so gut. Das war wiederum sehr gut. Und jetzt... Ja, jetzt kommt der große Finisher. Komm da hoch, komm da hoch, komm da hoch, komm da hoch. Nicht runter. Nein, nein. Oh. Scheiße. Hoffentlich habe ich noch genug Zeit für den ganzen Mist. Natürlich smart, aber das werde ich auch machen. Ja, das hat geklappt. Ja, gut, aber 20.000 Punkte ist auch ein bisschen besser. Und die Brücke noch. Na, komm, noch 20. Ach. Ganz klar Beschiss. Aber du kannst wohl beide Gebäude kaputt machen. Da ist natürlich das eine Gebäude macht irgendwie mehr Sinn. Ist größer. Ich persönlich mag eigentlich so Modi, die man auch mal an einem Bildschirm spielen kann, ohne jetzt nur online gehen zu müssen. Das gibt's echt zu selten. Ja, du kannst auf jeden Fall viel werfen auf einmal. Du kannst wirklich endlos eigentlich. So ein Fass ist, macht es auf jeden Fall immer Sinn. Da will er mehr. Da kann er einfach nicht. Denk dran, dass auch die Zeit gleich weg ist, wenn du jetzt erstmal zündest. So. Vielleicht erstmal zünden. Will er einfach mehr.
Oh. Hat ja gar nicht so viel gebracht. Wird's eng? Ganz schnell noch was werfen? Ja, noch schnell dahin so. Ja, gleich in die Ecke. Ah! Da ist das Gebühr da. Ich hab voll über mir eingestürzt. Ah, das ist ja gemein. Du bist ja gar nicht tot. Du schießt ja nicht. Alter, hast du viele Punkte. Wie hast du denn so viele Punkte jetzt bekommen? Das ist der Ultimate Destroyer. Ja, aber ich bin auch nochmal dran jetzt. Jetzt hole ich richtig aus. Oder war es das? Schon wahrscheinlich war es das. Ja. Heidi hat die Runde gewonnen. Okay, komm, die machen wir noch schnell hier. Machen wir noch schnell. Das finde ich schon interessant. Das bist schon wieder du. Das ist schon eine Frechheit. Ja. Huch. Aufnehmen, aufnehmen. Bist du irgendwie, oh, da will ich auch noch einen hinwerfen, ja. Du willst aber auch einfach alles mitnehmen, gell? Ja, was denn? Ja, das ist doch das Ziel des Spiels. Ja, da hast du ja auch nie Unrecht, nur ich... ich auch. Ich glaube trotzdem, dass das alles nicht klappen wird. Das hat ja gar nichts gebracht. Doch, jetzt stürzt der Mist auch noch ein. Warum holst du mir 8000 Punkte? Das ist doch lächerlich. Guck dir das mal an, wie viel das ist. 60. Beat okay, it. Bitch. 100.000 ab jetzt. Ja. Na, noch guckst du. Noch guckst du. Kannst ja meine Taktik klauen, vielleicht schaffst du es. Ja, dann würde ich eine 60.000 kriegen. Ganz easy, klar, hab ich sofort alles abgeklärt, zwei hierhin. Übrigens, ihr wisst ja gar nicht, wie siffig gerade dieses Joypad ist, nachdem du die Hälfte von deinem blöden Döner darauf verteilt hast. Burrito. Ist egal, es ist auf jeden Fall hier jetzt. Punktabzug. So. Weißt du, da hoch ist nämlich Schwachsinn, braucht man ja gar nicht. Geht ja auch so. Habe ich wohl gewonnen. Wieso? Naja. Bist du wahnsinnig? Jetzt geht erstmal schön das Gebäude ineinander. Scheiße. Oh nein! Ach komm! Hier, ja, 70.000, 100.000, 5 Sekunden! Fuck! Hast du gewonnen? Ja, aber ich wollte 100.000. Wäre ich nicht da reingefallen, hätte ich das auch geschafft. Aber du führst trotzdem. Nee. Aber du hast doch eben 60.000 und dann nochmal 60.000 gehabt. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, es geht Runde, okay. Ja, jetzt bist du da. Entscheidungsrunde! Du bist. Ja, immer der Gewinner. Hätte ich wissen können. Und der war schon mal sehr gut. Willst du den wohl zum Einstürzen? Ich will schon. Ich hätte schon gerne, dass er kaputt geht, ja. Super. Hat das super gemacht. Jetzt muss er nur noch irgendwie hier das hinkriegen.
glaube, man kann ja auch eine Menge sparen, indem man einfach wirklich nur taktisch gut platziert. Nein. Also ich meine, ich mache das ja im Moment jetzt eh nicht, aber weißt du, und sich dann gar keine Sorgen macht. Oh, Scheiße. Komm, komm, geht nicht mehr, oder was? Das war's. Lächerlich, 22 ist der Sieg, würde ich mal sagen. Ich kann ja eigentlich gar nichts mehr stehen. Habe ich doch fantastisch platziert. Na gut. Och komm, das wäre doch noch viel mehr geworden. Jetzt kommt. Warum? Warum steht hier eigentlich sowas? Hast hier schon viel zu viel Zeit gebraucht. Ist zu lange überlegt. Nee. Das sieht nicht gut aus. Du verplanst das jetzt aber auch ziemlich. Findest du nicht auch? Doch. Pepper nickt auch. Ich finde schon, das ist nicht gut im Moment. Ah, ah, oh, nur 10.000. Dann muss er aber noch mal nachlegen. Das reicht ja nicht. Du versuchst zu sparen, Julian. Nein! Wenn er schlagen ist, das kostet auch viel Zeit. Wird er abgezogen. Ach ja, du hast ja eh schon gewonnen. Die 60.000 Blogger. Ach, das ist ein Spiel für Dumme. Ein Spiel für Dumme! Ja. Aber am allermeisten Punkte, die habe ja ich bekommen. Ja, Eddie hat gewonnen zum zweiten Mal mit Heidi. Darauf wäre ich ja nicht stolz. Aber das muss ja jeder selbst für sich sehen. Heidi, ach. Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, ah. Heidi. Komm, mach was kaputt. Deine Welt. Ja, das war's. Ich würde sagen, dein Eindruck vielleicht ganz kurz mal zum Spiel, zum Multiplayer-Modus. Ja, fantastisch. Macht mir mehr Spaß als alles andere je zuvor. Ja. Toll, Daumen hoch. Ein schönes Spiel, nicht das Beste, aber macht Spaß und ist ein bisschen repetitiv, aber dafür kann man viel kaputt machen, so viel wie in keinem anderen Spiel. Ja, und der Multiplayer-Modus stinkt, weil da gewinnen die Falschen. Haben wir so eben rausgefunden. Nicht empfehlenswert. Noch irgendwas? Nein. Das war's, Red Faction Guerilla. Die Stunde hat sich hoffentlich keiner angetan. Mir fällt nichts mehr ein. Ja, dann machen wir doch Schluss. Ja, aber ich würde gerne noch irgendwas total, was man sich merkt, sagen. So, weißt du? So ein Ding. Ja, Eddies Kacke kann man aber nicht auf die Packung drucken. Also kann man, sollte man schon, finde ich, aber... Wer bei Red Faction gewinnt, gewinnt auch im Leben. Das ja, ist ein schönes Schluss. Komm, wir hören jetzt einfach auf. Was wir auch noch da haben, vielleicht bald Mushroom Man. Tolles Spiel. So, jetzt habe ich doch noch mal irgendwo geteased. Ich krieg gerade einen Anruf. Ja, ja. Nee, ich weiß, der Simon ist schlecht. Das, nee, sorry. Jetzt muss ein Name von irgendeinem Abrissunternehmer kommen. Kenn ich ganz keinen, ja. Da, ich wusste, dass es daran scheitert. Incredible Hulk ist... Ja, ich kann am Wochenende für dich übernehmen. Ja, kann ich machen. Klar, hast ja gesehen, ich kann alles kaputt machen. Ja. Tschö, Hulk. Tschö.